Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Bei dem einen Objekt ist das gestorben wegen Fristen oder weil der das anders gemietet hat oder was auch immer. Ich habe aber noch ein zweites Haus, was ich vielleicht auch gerne gehabt hätte. Ja. Dann sage ich einfach, dann nehme ich halt das jetzt. Ja, das wäre eine Lösungsmöglichkeit, ganz klar. Müsste dann der Vertrag nochmal neu geprüft werden? Ja, das ist komplett neu. Ja. Also es ist wirklich wie ein neuer Darlehensvertrag. Die Bank wird dann auch wahrscheinlich Ihnen eine Bearbeitungsgebührenrechnung stellen, weil die sagen, hey, wir haben unseren Darlehensvertrag, wir haben das einmal geprüft, die ganzen Vorgänge. Das ist für uns ein Arbeitsaufwand, das ist mit in die Kondition einkalkuliert. Und wenn Sie jetzt sagen, alles klar, das hat nicht geklappt, dafür habe ich aber hier schnell eins, dann sagen die in der Regel für die Kreditprüfung und so, werden die wahrscheinlich nochmal so, weiß ich nicht, zwischen 800 und vielleicht 1500 Euro extra berechnen. Aber es ist immer noch besser, als wenn Sie diese Nichtabnahmeentschädigung bezahlen müssen. Ja? Deswegen gucke ich eigentlich immer, dass ich dann sage, okay, das möglichst zeitgleich, damit da auch nichts passieren kann. Aber eine Fristverlängerung gibt es dann nicht mehr. Die 14 Tage Widerrufsfrist, wenn die abgelaufen ist, kommen sie nicht mehr kostenlos raus. Ja, also müssen sie einen sauren Apfel beißen. Oder dann eben sagen, Mensch, liebe Bank, ich habe ein anderes Objekt. Können wir das machen? Also meisten Banker sind ja auch keine Unmenschen, aber die werden mit Sicherheit dann entsprechende Gebühren nehmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!